So, hier haben wir mal wieder was sehr Spannendes aus dem Bereich Opfer-Olympiade und wie man Frauen dazu bringen kann, Sittlichkeit, Zurückhaltung, Anmut und Charme, also Dinge, die für natürliche Weiblichkeit stehen, aufzugeben und dabei mitzuhelfen, dass Männer sich noch mehr von modernen Frauen abwenden, als sie es ohnehin schon tun. Ja, Scham bzw. Schamlosigkeit ist ja ein gutes Stichwort. Hier haben wir sogenannte Wutrituale, für die Frauen Tausende von Dollars zahlen, um sich auf, wie ich finde, extrem unästhetische Art und Weise gehen zu lassen. Lesen wir mal kurz ein bisschen rein. Ich zeige dir dann noch ein paar verstörende Videoaufnahmen. Ja, hier oben ist die Zusammenfassung. Frauen zahlen viel Geld, um an Wutritualen teilzunehmen und so ihre unterdrückte Wut freizusetzen. Kimberly Helmus empfand während ihres ersten Wutrituals Trauer über den Tod ihrer Freundin. Aha. Also klar, wenn ein Freund oder eine Freundin verstirbt, dann ist das Erste, woran ich denke, wahrscheinlich, erstmal ein schön geschmeidiges Wutritual zu machen. Das klingt logisch. Die Wutrituale von Mia Magic, das ist die Dame, die wir gerade im Bild hatten, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Eintägige Versionen kosten um die 200 US-Dollar. So, was haben wir hier? Vor 2,5 Jahren nach ihrer Scheidung begab sich die Cybersicherheitsingenieurin Kimberly Helmus. Aha, nach ihrer Scheidung, also das hat sicherlich nichts mit der Wut, die sie auf ihren Mann hatte, zu tun, also rein gar nichts wahrscheinlich. Einer Autorin und selbsternannten spirituellen guten Fee, die im Internet besser als Mia Magic bekannt ist, auf einen Rückzug nach Schottland. Oh wei, na, hier geht's ja schon wunderbar los. Also Scheidung. Grüße gehen erstmal raus an ihren Ex-Mann, nennen wir ihn mal Bob. Und Bob hat genau das Richtige gemacht, nämlich sich zu trennen, egal ob das jetzt ein Tag Ehe oder 10 Jahre mit ihr waren. Ja, im Rahmen des Retreats hielt mir ein Wutritual ab, eine Zeremonie, bei der die Teilnehmer schreien und mit großen Stöcken auf den Boden im Wald schlagen. Bei diesen Zeremonien werden die Teilnehmer typischerweise dazu angehalten, an Menschen und Erfahrungen zu denken, die ihnen Unrecht zugefügt haben, und mindestens 20 Minuten lang zu schreien und die Stöcke zu schwingen. Oh ja, ja, hier haben wir schon die angekündigte Opferolympiade. Das macht diese Frauen offenbar zu besseren Menschen, vermeintliches Unrecht erfahren zu haben. Naja. Berichten zufolge können die Teilnehmer die Stöcke auch so lange schwingen, bis sie ihre Arme nicht mehr bewegen können. Ja, das klingt gesund. Es gibt keinen Ort, an dem Frauen so wütend sein können, ohne dass sie verurteilt werden, sagt Kimberly gegenüber USA Today. Ja, hier hast du schon die ersten paar Bilder, das sieht alles sehr ermutigend aus. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier alles durchgehen muss. Ich denke, du weißt, worauf das Ganze hinausläuft. Was haben wir hier noch? Nach einigen Aufwärmatemzügen beginnt das Schreien und Schwingen. Das Ritual wird angeblich im Wald abgehalten, damit die Teilnehmer Lärm machen können, ohne befürchten zu müssen, die Menschen in der Nähe zu stören. An die Natur und an die Tiere denkt da natürlich keiner. Mia sagte gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender, wenn Menschen dies tun und sich erlauben, ihrer Wut freien Lauf zu lassen, steigert sich tatsächlich ihre Fähigkeit zur Freude. Ja, das ist eine atemberaubende Logik. Und ganz klar auch das, was man bei modernen Frauen besonders immer mehr sieht. Wütend, 24 Stunden am Tag, verbittert und eigentlich Hass auf alles andere, außer auf sich selbst und ihre vermeintlichen Rechte. Sie können mehr Glück und Freude empfinden und mit mehr Dankbarkeit, Leichtigkeit und Frieden zu ihren Familien nach Hause gehen. Wenn sich da die Familie nicht wunderbar freut darüber, wenn so eine wieder zurück aus dem Wald kommt. Ich glaube, das wird dann eher die Katze sein, die unschuldig auf dem Sofa sitzt. Berichten zufolge dachte Kimberly, ihr erstes Wutritual würde sich gegen die Wut richten, die sie gegenüber ihrem Ex-Mann empfand. Aha, so, so, jetzt kommen wir der Sache wahrscheinlich schon näher und der Realität eher auf den Grund. Stattdessen empfand sie Trauer, die sie seit dem 15. Lebensjahr in sich trug, als sie den Tod einer Freundin oder eines Freundes miterlebt hatte. Ja, nochmal, wie sinnvoll ist das, wenn jemand Geliebtes von mir ablebt, ein Wutritual zu machen? Also ganz ehrlich, hier irgendwas stimmt hier nicht mehr mit diesen Ladies. Wutrituale sind auf TikTok voll im Trend und finden dort insbesondere bei Frauen Anklang. Wer hätte das gedacht? So, hier kommentiert dann jemand, also wir alle hatten beim Anschauen gleichzeitig das Bedürfnis zu weinen, oder? Ich wünschte, ich könnte es mir leisten, dorthin zu gehen, kommentierte ein TikTok-Benutzer.
Eine Benutzerin wahrscheinlich. Ja, da haben wir es auch mal wieder, ne? Hyperemotional, beeinflussbar auch. Und wie ich finde, emotional wahrscheinlich ein bisschen angegriffen, unausgeglichen oder ja, vielleicht sogar sehr debil. Eine Frau schrieb, das alleinige Zuschauen hat mich ganz emotional gemacht. Ja, da hast du's. Worauf Mia antwortete, die Energie, wenn man das mit 30 anderen Frauen macht, ist intensiv und so kraftvoll. Jemand schrieb, ich versuche nicht zu weinen, wenn ich mir das ansehe, als wäre es aus dem Nichts gekommen und jetzt bin ich sauer, weil ich nicht nach Schottland kann. Ja, wie es aussieht, sind die Teilnehmerinnen hier äußerst begeistert davon und gehen davon aus oder reden sich ein, dass das tatsächlich eine Therapie für sie ist, die dafür sorgt, dass sie sich besser fühlen und dass sie wahrscheinlich von anderen als attraktiver wahrgenommen werden, was natürlich komplett absurd ist. Eine andere Person stimmte ein, das ist so stark, ich wünschte, ich hätte den Mut, meiner Wildheit freien Lauf zu lassen, aber ich habe große Angst vor mir selbst. Ja, hier muss ich mal einwerfen, ne? Was ist mit den guten alten Qualitäten wie Sittlichkeit, Zurückhaltung und Schamgefühl, ne? Schamgefühl ist ja ein äußerst heilsames Element und eine äußerst heilsame Emotion, die Frauen und auch Männer vor sehr schlechten Entscheidungen schützen kann. Aber das haben diese Ladies hier offenbar nicht. So, hier schreibt jemand, ich kann mir nichts vorstellen, was ich lieber tun würde, als in den Wald zu gehen, um an einem Wutritual für Frauen teilzunehmen. Oh mein Gott, da weißt du nicht, ob das ein Satire-Kommentar ist oder ernst gemeint, aber ich fürchte eher Letzteres. Die Geschäftsfrau, okay, sagte gegenüber USA Today, dass Männern beigebracht wurde, ihre Traurigkeit zu unterdrücken, während Frauen beigebracht wurde, ihre Wut zu unterdrücken. Aha, das wurde ihnen also beigebracht. Sie kommen als komplett unbeschriebenes Stück Papier auf die Welt und es gibt keine Veranlagung, keine natürlichen Instinkte. Das ist das, was den Menschen heutzutage leider Gottes eingeredet wird. Sie sagte, es ist wie, sei keine Zicke oder sei nicht böse oder sei nicht aggressiv oder steh nicht für dich selbst ein, schütze deine Integrität nicht, sag niemandem, dass er nicht die Erlaubnis hat, deinen Körper zu berühren oder auf eine bestimmte Art mit dir zu sprechen. Ja, also allen anderen ist alles komplett verboten und diese Frauen hier, sie sind über jeden Zweifel erhaben, sie haben sich niemandem unterzuordnen und sie können tun und lassen, was sie wollen. Das ist natürlich ein wunderbarer Eckpfeiler einer nachhaltigen Gesellschaft. Naja, Satire aus. Es gibt bestimmte Emotionen, die in der Geschlechterbinarität akzeptiert werden und die jeder von uns fühlen muss. Männer müssen weinen und es ist so gesund für Männer zu weinen. Frauen müssen wütend werden können. Also hier haben wir wirklich das komplette Gegenteil von dem, was unser Zusammenleben eigentlich ausmacht, nämlich natürliche Geschlechteraufgaben und auch angeborene Instinkte, die hier ad absurdum geführt werden. Ja, du kannst dir das ja selber durchlesen, ich verlinke dir das gerne unten. Was haben wir hier noch? Hier sind noch ein paar Kommentare und da geht's schon los mit den Ladies. Ah, das ist so berührend. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und breche in Tränen aus. Ah, hier haben wir was Vernünftiges. Das sieht so aus, als ob die Männer hier wieder die Stimme der Vernunft ausmachen und die Frauen wieder komplett irritiert und leider auch manipuliert werden und deutliche Zeichen zeigen, dass es mit ihren Emotionen einfach mal wunderbar durchgegangen ist. Oh, hier haben wir noch eine kleine Umfrage. Was halten Sie vom Konzept der Wutrituale als Methode, unterdrückte Wut freizusetzen? Scheint therapeutisch zu sein. Ich finde es unkonventionell, aber interessant. Ich bin eher skeptisch, aber neugierig. Es gefällt mir nicht. Na, da klicken wir mal hier drauf. Schauen, was da passiert. Oh! Über 50%, es gefällt mir nicht. Ja, da könnte man davon ausgehen, dass diesen Beitrag, genau diesen Prozentsatz, Männer gelesen haben. Ja, wie soll man das Ganze hier eigentlich noch kommentieren, wenn man wirklich ehrlich sein will? Das ist heute natürlich schwierig, denn es ist ja ganz klar ein Zeitgeistproblem, dass gewachsene und vor allem nachhaltige Grundfeste in einer Gesellschaft ad absurdum geführt werden. Und ja, diese Frauen hier, die helfen meiner Einschätzung nach weder sich selbst und natürlich schon gar nicht der Gesellschaft. Das genaue Gegenteil dürfte der Fall sein. Mehr Beziehungen werden zerstört oder gar nicht erst entstehen und noch mehr Vereinzelung und damit Verbitterung wird die Folge sein. Und ein Grundproblem ist es ja auch, dass selbst viele Männer heutzutage auf die Lesart der in Anführungszeichen sozialen Gerechtigkeit reinfallen, bei der als logische Auswirkung natürlich gewachsene Hierarchien zerstört werden und damit allen geschadet wird.
Und das ist ja das eigentliche Dilemma hier, dass nämlich Männer heute hyperdevot geworden sind und auch ihrerseits viel zu naiv, gutmenschlich und tolerant unterwegs sind, oftmals nicht anders als Frauen. Ich habe schon öfters gesagt, wer die Starken schwächt, um die Schwachen zu stärken, der schwächt beide. Und diese, wie ich finde, sehr unästhetische Feme-Bewegung, die ist ein Teil davon. Den Ladies hier wäre sicher mehr geholfen, wenn sie in einer harmonischen Beziehung lebten, in der sie Aussichten auf tatsächliche Selbstverwirklichung in Form von Nachwuchs haben und in der sie ihren Platz kennen. Lass mich gern wissen, wie du das siehst und hol dir auch mein Buch, falls du es noch nicht hast, denn dort gibt's dann die Lösung, die früher oder später wahrscheinlich sowieso eintreten wird, nämlich dann, wenn der Zustand der allgemeinen Verwirrung von ganz alleine auslaufen wird. So, ich schulde dir ja noch ein paar Aufnahmen dieser, naja, nennen wir es mal Therapie. Lass mich ruhig wissen, wie man das bewerten kann und wem hier geholfen wird und wem nicht geholfen wird. Genieß die Bilder. Und was meinst du? Also das Schöne und Anmutige, das Sittliche und Schamvolle, könnte man sagen, das scheint bei vielen Frauen heute und auch bei einigen Männern passé zu sein. Und ja, gerade Männer, die sich noch immer als progressiv, liberal und modern bezeichnen, die sollten sich vielleicht mal fragen, ob sie das, was sie sehen, immer noch schön finden. Still pretty? Yeah. Like that piss in the snow.